Willkommen, liebe Zockergemeinde, zu einer weiteren Folge Assassin's Creed. Wie bereits angekündigt, bin ich auf dem Weg nach Jerusalem. Was heißt, bin ich auf dem Weg? Ich meine, ich stehe ja kurz davor. Also nicht in der Richtung, natürlich in dieser Richtung. Glaube ich jetzt, weil so ist jetzt mein Ausgangspunkt. Ich bin ja durch die Steppe gereist. Hab gedacht, ich mache das alles offscreen, um euch das zu ersparen, wie ich da durch die Gegend reite und einfach alles hinter mir lasse. Nichtsdestotrotz, nach unserer erfolgreichen Mission begeben wir uns jetzt natürlich nach Jerusalem. Eine schöne, heilige Stadt. Ich weiß jetzt nicht, warum die hier auf Wanderschaft sind. Jetzt habe ich das schon wieder vergessen. Ja, ich meine, wenn würde ich auf der Xbox mich als beschäftigt angeben, dann würdet ihr nicht sehen, wer von meinen Leuten online kommt. Ja, kein Stress, Leute, kein Stress. Wie ihr seht, da sind die Mauern von Jerusalem. Sieht doch nicht schlecht aus mit dieser goldenen Kuppel hier vorne. Boah, hat was. Ich meine, bis jetzt gefällt mir Jerusalem von außen jetzt am schönsten von den drei Städten, die wir jetzt gesehen haben. Also Jerusalem jetzt eingeschlossen. Aber hier haben die auch natürlich eine Belagerung. Okay. Wenn ich jetzt davon mal ausgehe, müssen wir jetzt irgendwie gucken, dass wir wieder da reinkommen. Wahrscheinlich helfen uns irgendwie wieder Gelehrte. Ja, hoffe ich mal. Ja, natürlich. Da vorne. Seht ihr? Da geht's wieder los. Keine Panik, ich helfe dir. Ja. Ende dein Leben. Alte Männer angreifen. Ich werde euch in die Straße. Wird das euch nicht mal langweilig? Ja. Du bist fertig, komm her. Ja? Wer will noch was? Oh, schön ausgerichtet, aber war nix. Ja, toll. Fertig? Was mit dir, mein Freund? Oder hast du Angst? An der Stelle will ich fliehen. Naja, zu spät. Danke, mein Junge. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ich werde ihnen diese Geschichte erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Tja, haben wir ja schon mal gehört. Aber diesmal mit einer anderen Stimme. Oh, da gebe ich dir recht. Das sind wahrlich dunkle Tage. Aber da haben wir wieder unsere Gelehrte. Jetzt tarnen wir uns wieder. Wie zuvor. Zack, Tarnmodus. Mhm. Grüß Gott. Männer des Glaubens wollen durch. Dankeschön. Tja, zum Glück ist es ja so einfach. Muss schon sagen, jetzt gefällt es mir auch hier von innen. Feines Leben steht euch bevor. Hm. Ja gut, jetzt gehen wir erstmal hier raus. Halal versteht euren Schmerz. Er wird euch geben, was ein schönes Wassereffekt. Dafür verlangt er nur ein ehrliches Tag. Oh, ein kleines, das ist jetzt schade. Das Wasser plätschert ja gar nicht, oder? Es sind also ein bisschen. Schwierige Zeiten, in denen wir leben. Hm. Schade, aber egal. Das Geld knapp. Aber so wie immer müssen wir uns erstmal unseren Kontaktmann suchen. Aber um die Karte weiter zu öffnen, gehe ich jetzt erstmal hier die Kirche hoch. Und versuche, die Karte, unsere kleine Map zu öffnen. Ach, von aus kann ich nicht. Ah, schade. Ach, war ja klar. Schaffst du auch nicht, Alter, ihr. Halal versteht euren Schmerz. Törichter alter Mann. Der Herr ist mit uns. Ach, ja, okay. Gut, wir retten erstmal den Herren. Zack. Wow, mutig. Ah, vergebens. Oh, von hinten. Das, ich hasse diese Angriffe von hinten. So. Zu deinem Kollegen? Kann ich leider nicht. Also irgendwann versuche ich mal, einen von den Wachen auf den anderen Wache zu schmeißen. Ist ja aber hartnäckig. Oh. Eine Patrouille. Ah. Zack. Ah, war ja wieder klar. Ah, wollt's auch was?
Rate ich dir mal nicht. Weg. Ah, aber einfach. Sauerei. Ich mach's nicht weg. Was? Das war jetzt mies. Ey, das war mies. Starker Angriff? Kann ich auch eigentlich. So. Fertig. War das der letzte? Ich hoffe es. Doch riskiere ich besser nichts und eile heim. Ihr könnt darauf wetten, dass ich es vorerst nicht verlassen werde. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Seid versichert, das vergesse ich nicht. Ja, das finde ich super. Unterstützung können wir ja immer gebrauchen. So, schnell hier hoch. Ja. Ich dachte schon, der hängt da irgendwie fest. Wer sich jetzt wundert, warum der Typ so weiß aufleuchtet, ist ganz einfach zu erklären. Da sind Diebe, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Und diese Diebe können wir bestehlen. Das heißt, wir können die dementsprechend so bestehlen, dass wir ihre Messer klauen. Messerchen? Da zum Beispiel. Zielen. Feuer. Fertig ist er. Nachteil ist ja, wenn sie auf dem Dach sind, fallen sie meistens runter auf die Straße. Und ja, ist ein bisschen aufmerksam. Macht den anderen Leuten, ja, zum Beispiel die Wache, ein bisschen hellhörig. Wie gesagt, falls uns die Messer ausgehen, können wir das bei ihm stehlen. Jetzt bin ich mir aber nicht sicher, ob wir schon stehlen können. Aber eigentlich wollte ich jetzt erstmal auf die Kirche. Komme ich von da aus nicht zur Kirche? Ja, traurig. Ach, nee. Komm, ich will jetzt nicht hier Zeit vertrödeln. Oder kann ich... Ah, probieren wir es mal. Die den Mut haben, sie zu ergreifen. Ja, toll. Talal versteht euren Schmerz. Super. Verdammte Hacke. Ich will eigentlich zur Kirche hoch. Ja. Vielleicht habe ich hier mehr Glück. Ich dachte, das würde vielleicht klappen. Ach, Alpha, hör auf zu denken. Handle einfach. Okay. Irgendwie komme ich zur Kirche hoch. Ich muss zur Kirche hochkommen. So. Ich sag ja schon mal im Voraus, dass ich für die nächste Folge dann ein paar ja, diese ach, wie soll ich jetzt sagen, die Bürger retten und so alles offscreen mache und halt die Karte öffne komplett, damit wir dann noch halt unsere Informationen besorgen. Ich denke mal, wird es nicht so langweilig. Vielleicht kann ich das noch hier. Ja, direkt aufs Kreuz. Und hier synchronisieren. Ach schade, die Kamera zeigt nicht so ganz hoch. Aber ich finde es so stark. Genau. Fallen mir ja schon die Möbel runter. So, da haben wir schon eine offen. Habe ich mir schon gedacht, dass wir bei dem einen Herren, der da vorne spricht, die Information aus ihm rausquetschen müssen. War sonnenklar und jetzt alle, ja. So. Nein, geht nicht. Ach nee, ich hab kein Geld. Ich hab kein Geld. Mini. Oh, eine Flagge. Schnell. Ich glaube, wir könnten aber wenigstens in dem Part schon mal machen, dass ich dann zum Kontaktmann gehe. Jetzt zeige ich euch ein bisschen die City. Wenn Alter ihr ein bisschen höher klettern würdet. Dankeschön, mein Herr. Was ich so lustig finde. Ja, den Herren helfen wir gleich. In Akkon waren viel mehr Wachen auf dem Dach als jetzt hier in Jerusalem. Okay, ich nehme zurück. Ich nehme zurück. Anscheinend hat man mich schon wieder entdeckt. Endo. Ja, das ist das. Oder wie sagt man so, Vorführeffekt? Mal wieder echt gekonnt. Großes Kino. Ach komm, das kleine Stückchen schaffst du noch, Alter, ihr. Oder bin ich jetzt zu hoch? Nee, doch schon. Ja, komm, zieh dich hoch. Von hier hat man echt eine gute Sicht.
Er sieht doch schon eigentlich ganz gut aus, ne? Hier ist irgendwas Großes. Ich denke mal, am Ende müssen wir bestimmt dahin. Denn ich weiß ja nicht, wer oder was unser Ziel ist. Ja. Kann sein, so ein großer, muskulöser Typ. Oder vielleicht mal eine Frau. Da haben wir ja wieder natürlich ein kleines Problemchen. Hier, ein Bürger braucht Hilfe. Oh, es sind ganz schön viele Aussichtspunkte. Ich mach mal. Ist egal. Die paar Minütchen nutze ich die Zeit und mach mit euch oder rette mit euch zusammen die Bürger. Schauen wir uns mal ein bisschen auch die Gegend an, die Gassen. Okay. Ja? Wer von euch will was? Ah, doofe Einstellung jetzt. Ach. So. Das ist jetzt viel. Die Faustschläge finde ich richtig cool von Alter hier. Oh, geht doch nicht. Von Soldat zu Soldat so umhauen. Aber wenigstens. Der Herr sei gepriesen. Ihr habt mich gerettet. Die Stadt wird von eurer Tat erfahren. Dankeschön. Also ja, stimmt, die Partisanen. Alles klar. Nächstes Zielort. Ist so gut, wenn man so eine kleine Map hat. Yep. Fand ich auch so gut gemacht bei Assassin's Creed Bloodlines, also die PSP-Umsetzung. Aber halt jetzt nicht die gleiche Story hier, sondern wie es weiterging. Finde ich eigentlich auch recht gut gemacht. Hat zwar auch natürlich seine Macken. Oh. Nee, komm. Ich will nicht jetzt meine ganzen Messerchen verbrauchen. Ah, ist gut, Mensch. Was denkt dieser Mann sich nur? Muss ich gucken. Muss ich gucken. Wo lang? Wie gesagt, die PSP-Umsetzung habe ich selbst natürlich als Assassin's Creed-Fan. Ist wirklich gut. Kann man jetzt so... Kann man sich kaufen, wirklich. Ja, also, bin mal gespannt, wie dann, wie heißt das andere für die PS Vita? Liberation wird. Aber die Bilder, die ich bis jetzt gesehen habe, wirklich sahen ja nicht schlecht aus. Hopp. Da lang. Eine Flagge mitgenommen, so liebe ich das. Eben schnell ein Aussichtspunkt. Wie die da rumschreien. Ah ne, als wären wir hier auf dem Bazar. Ich meine, gut für uns, ja, dass sie sofort nicht die Leute hier erschlagen. Aber ich finde es lustig, dass sie sagen, ich werde hier erschlagen, aber es passiert ja immer noch nichts. Schubsen einfach nur die Leute rum. Naja, egal. Erstmal dein Aussichtspunkt. Und runter. So. Ja, was mache ich denn jetzt? Wisst ihr was, Leute? Ich beende einfach mal hier den Part. Ich weiß, diese Art von Parts sind ein bisschen langweilig. Verzeiht mir. Ich werde, wie gesagt, alles offscreen erledigen. Also die Bürger retten Mission, die Karten öffnen. Und dann werden wir natürlich in der nächsten Folge direkt beim Informanten oder beim Kontaktmann beginnen. Also ich, wie ich das bei Akon gemacht habe. Und dann werde ich mit euch zusammen natürlich Stück für Stück die Informationen sammeln. Natürlich, wenn es euch gefallen hat, abonniert, kommentiert, bewertet. Ich würde mich auch freuen. Auch auf Facebook, wenn ihr Kommentare hinterlassen würdet. Oder natürlich die Abstimmung von meinem Let's-Info-Video, nämlich das zweite Let's-Info-Video. Wenn ihr euch das mal anschauen würdet, würde mich auch freuen, wenn ihr mal abstimmt. Denn schließlich im November kommen ja zwei super Titel und eins davon will ich sofort zocken und das andere direkt danach. Okay, Freunde, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bis dahin und wir sehen uns in der nächsten Folge von Assassin's Creed. Ciao, ciao!